war das eine Echo-Verleihung. Radeberger gratuliert allen Preisträgern des Jahres 2001. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer Kurzausgabe des RTL Nachtjournals. Seit nunmehr 11 Stunden halten mehrere Luftpiraten mehr als 100 Menschen an Bord eines russischen Verkehrsflugzeuges in ihrer Gewalt. Sie haben die Maschine kurz nach dem Start in Istanbul gekapert. Jetzt steht sie auf dem Flughafen von Medina in Saudi-Arabien. Unsere Themen: Nervenkrieg, wie Luftpiraten 130 Menschen in ihrer Hand halten. Seuchenangst, wie sich die Deutschen vor dem Clown-Virus schützen wollen. Krawallnacht, die Hooligans in Eindhoven den Platz stürmen. Mehrere tschetschenische Luftpiraten halten noch etwa 130 Menschen an Bord einer russischen Maschine als Geiseln fest. Auf dem Flughafen von Medina in Saudi-Arabien hatten sie am Abend mehr als 40 Frauen und Kinder freigelassen. Die Hijacker wollen mit der Flugzeugentführung ein Ende des russischen Feldzugs in Tschetschenien erzwingen. Die Verhandlungen laufen. Christian Berger über den Nervenkrieg von Medina. Es sind gemischte Nachrichten aus Medina. Am Abend haben die Hijacker rund 40 Geiseln, vornehmlich Frauen und Kinder, freigelassen. Gleichzeitig sollen die Entführer, mutmaßlich sind es Tschetschenen, aber drei der immer noch über 130 Menschen an Bord Verletzungen zugefügt haben, um ihre Entschlossenheit zu unterstreichen. Sie fordern den Weiterflug der Maschine nach Afghanistan. Darauf sind die saudischen Behörden bislang nicht eingegangen. Für die Angehörigen der Entführten in Moskau sind dies bange Stunden. Sie können nichts anderes tun als warten und auf ein glimpfliches Ende hoffen. Keiner gibt uns verlässliche Informationen, klagt diese verzweifelte Frau, die auf ihren Mann wartet. Man sollte diese Tschetschenen alle in die Luft jagen, lässt dieser Mann seiner Wut freien Lauf. Um 14 Uhr türkischer Ortszeit empfing der Tower in Istanbul den Funkspruch, dass die Chartermaschine der russischen Gesellschaft Vnukovo entführt worden sei. Drei oder vier Entführer hatten die Tupolev 154 in ihre Gewalt gebracht und die Piloten gezwungen, nach Saudi-Arabien abzudrehen und in Medina zu landen. Im Cockpit sei es zu einem Handgemenge gekommen, heißt es. Dabei verlor die Tupolev zeitweise dramatisch an Höhe und sackte bis auf 4700 Meter ab. Ein Besatzungsmitglied sei schwer verletzt worden. Letzten Meldungen zufolge gelang 15 weiteren Geiseln die Flucht aus der Maschine. Auf dem Flughafen von Medina ist die Lage in der Nacht weiter angespannt. Gleich weiter nach Moskau zu unserem Korrespondenten Christoph Sagurna. Christoph, eine russische Maschine, an Bord viele russische Passagiere. Was können die Behörden in Moskau tun, um die Geiselnahme zu beenden? Von hier aus Moskau relativ wenig. Man hat zwei Krisenstäbe gebildet, beide unter Führung des FSB, des Geheimdienstes. Einer davon sitzt im Hauptquartier des FSB und informiert von dort aus ständig den Präsidenten Putin, der zum Skiurlaub in Sibirien ist. Der zweite Krisenstab sitzt auf dem Flughafen draußen in Vnukovo, wo diese Maschine ja eigentlich landen sollte um 17.20 Uhr Ortszeit. Und von dort, so hören wir Erstaunliches über den russischen Staatssender RTR, der ganz gute Geheimdienstquellen hat. Von dort hat man offenbar Funkkontakt direkt ins Cockpit der Maschine in Medina, kann mit den Piloten sprechen, die sich diesem Funkkontakt zufolge dort im Cockpit verschanzt haben und frei reden können. Des Weiteren stehen hier zwei Maschinen weiterhin parat an Bord. Spezialeinheit Alpha, das ist eine Antiterroreinheit, eine gefürchtete, die man den Saudis angeboten hat, wenn die Maschine gestürmt werden müsste in Medina. Noch ist diese Hilfe nicht angenommen worden. Zum Hintergrund der Entführung, ob es tatsächlich Tschetschenen sind, mittlerweile wird von mindestens vier Terroristen gesprochen beim Geheimdienst, ob der Hintergrund wirklich ein politischer ist und mit dem Krieg zusammenhängt, ist weiterhin offensichtlich unklar. Es bleibt also eine spannende Nacht. Vielen Dank, Christoph Sagurna, nach Moskau. Er war total übermüdet, sein Haus von Polizeikräften umstellt. Der Geiselnehmer von Luxor sah die Aussichtslosigkeit seiner Aktion ein. Vergangene Nacht ergab er sich widerstandslos und ließ die vier deutschen Urlauber frei. Fast drei Tage lang hatte er sie in seiner Gewalt und wollte damit erzwingen, dass seine deutsche Ex-Frau zwei gemeinsame Söhne nach Ägypten bringt. Volker Albers über das glimpfliche Ende des Geiseldramas. In diesem Luxushotel in Kairo sollen sich die Geiseln aufhalten. Sie werden es genießen nach den schlimmen Erlebnissen der vergangenen drei Tage. 60 Stunden hatte sie der Geiselnehmer in dieser Wohnung in der Nähe von Luxor festgehalten, bis er völlig übermüdet aufgab. Die zurückhaltende Taktik der ägyptischen Polizei, sonst eher bekannt für knallhartes Vorgehen, hatte Erfolg. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, allen Beteiligten, vor allen Dingen aber im umsichtigen Vorgehen der ägyptischen Behörden, zu danken, sodass die Menschen, unsere Landsleute, gesund und wohlbehalten zu ihren Familien zurückkehren können. Nach ihrer Befreiung wurden die deutschen Geiseln erst einmal in diesem Krankenhaus untersucht. Physisch haben sie die Gefangenschaft anscheinend unbeschadet überstanden.
Der Geiselnehmer, der 46-jährige Ibrahim Ali Musa, wird in Luxor verhört, ihm droht im schlimmsten Fall lebenslängliches Straflager. Wie jetzt bekannt wurde, liegt gegen den Mann auch in Deutschland ein Haftbefehl vor. Seine Ex-Frau soll ihn angeblich wegen Körperverletzung angezeigt haben. Deutschland und die übrigen europäischen Staaten schauen gebannt nach Frankreich. Bleibt die Maul- und Klauenseuche dort lokal begrenzt oder kommt es zum Flächenbrand? An den Grenzübergängen zu Frankreich wurden die Kontrollen verschärft, viele Fleischtransporter gestoppt. In Thüringen ließen die Veterinärbehörden eine Schweinezuchtanlage wegen solchen Verdachts sperren. Thomas Berding über die Angst vor dem Virus. Zittern in Thüringen. Dieser Schweinemastbetrieb bei Weimar ist seit heute abgeriegelt. Eines von 6000 Tieren hatte Bläschen im Schnauzbereich. Erst morgen weiß man, ob es sich um Maul- und Klauenseuche handelt. An den Grenzübergängen zu Frankreich sind die Kontrollen verschärft worden. 17 Lastwagen wurden abgewiesen. Sie hatten Fleisch geladen. Auch die Geduld der Autofahrer wurde auf eine harte Probe gestellt. In Iffelsheim und Kehl mussten sie bis zu 2,5 Stunden warten. Und ihr Reiseproviant wurde bei der Einreise eingezogen. Sämtliche Fahrzeuge müssen durch Desinfektionswannen oder über Matten fahren. Doch Experten bezweifeln, dass sich so die Seuche aufhalten lässt. Immer mehr Politiker fordern deshalb eine Rückkehr zur Pflichtimpfung gegen die Maul- und Klauenseuche. Da, wo sie aufflammt und vor allen Dingen, wenn sie in Bereichen aufflammt, in Gegenden, wo eine hohe Bestandsdichte ist, da muss eben nach meiner Ansicht mit Notimpfungen, mit Ringimpfungen reagiert werden. Unterdessen greift die britische Regierung zu immer rigideren Methoden. Im Umkreis der Sperrzonen sollen vorsorglich weitere 100.000 Tiere getötet werden. Gleich im Nachtjournal Krawalle in Eindhoven, wie Hooligans den Fußballplatz stürmen. Zunächst aber ein kurzer Nachrichtenüberblick. Spendenaffäre. CDU-Chefin Merkel und der ehemalige Finanzminister Weigel haben vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin ihre Unschuld beteuert. In Zusammenhang mit dem Verkauf von 114.000 Eisenbahnerwohnungen seien keine Bestechungsgelder an die CDU geflossen. Damals bekam eine deutsche Bietergruppe den Zuschlag, obwohl ein japanischer Interessent 1 Milliarde Mark mehr zahlen wollte. Frau Merkel sagte, die Spendenaffäre sei jetzt ausgestanden. Verzögerung. Die Zahlungen an die ehemaligen NS-Zwangsarbeiter werden vorerst nicht fließen. Grund dafür sind zahlreiche Klagen gegen deutsche Unternehmen in den USA. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Graf Lambsdorff, rechnet mit einer Verzögerung von weiteren 4 Monaten. Grüne und FDP forderten, nun müsse sich der Bundestag einschalten. Feuergefecht. Die Lage im Nordwesten Mazedoniens spitzt sich zu. Unweit der Stadt Tetovo kam es erneut zu Schusswechseln. In der vergangenen Nacht hatten albanische Rebellen die strategisch wichtige Burg Kale eingenommen. Das mazedonische Verteidigungsministerium befürchtet einen Bürgerkrieg. Die deutschen Soldaten in der Region seien aber nicht gefährdet, glaubt die NATO. Ein Blick auf die Börsenwerte des Abends. Der US-Dollar notiert in New York mit 2,1814 Mark. Der Euro liegt bei 0,8974 $. Die Wall Street zieht wieder an. Der Dow Jones steigt um 57,82 Punkte. Und zum Wetter. Im Süden wird es am Freitag wieder sonniger. Im Norden ziehen dicke Wolken durch. Vor allem am Vormittag fällt Regen. Die Höchstwerte liegen im Nordosten zwischen 5 und 10 Grad. Im Südwesten wird es milder. Am Oberrhein sind sogar 20 Grad drin. Die weiteren Aussichten. Am Wochenende wird es deutlich kühler. In den Mittelgebirgen droht Schnee. Beim Viertelfinal-Rückspiel im UEFA Cup zwischen dem niederländischen Meister Eindhoven und Kaiserslautern kam es nach einem Foul-Elfmeter für den FCK zu schweren Krawallen. Gewalttätige Hooligans überrannten die Sicherheitskräfte und stürmten das Spielfeld. Die Begegnung musste unterbrochen werden. Björn Heckmann über die Randale in Eindhoven. Mit sportlicher Begeisterung hat das wohl kaum noch etwas zu tun. Wild gewordene Anhänger des PSV Eindhoven drängen als unkontrollierbare Masse gegen ein Absperrgitter. Fußballspieler, Trainer und Ordner bemühen sich gemeinsam, sie zurückzudrängen. Doch nach einem Elfmetertor für Kaiserslautern durch Mario Basler und einem Platzverweis für Eindhovens Kapitän Bommel waren die aufgebrachten Hooligans offenbar nicht mehr zu halten. Das erste Mal, wo ich sowas erlebt habe, dass die Fans auf den Platz kommen. Ich meine, man erschreckt im ersten Moment. Ich habe nur zwei unserer Spieler gesehen, den Michael Schönberg und den Slobodan Komjenovic, wie sie da weggelaufen sind. War im ersten Moment schon erschreckend. Ein Ordner und eine niederländische Polizistin wurden in dem Gedränge verletzt. Sicherheitshalber schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften vorübergehend in die Kabinen. Erst nach einer viertelstündigen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Es blieb beim 1:0 für Kaiserslautern. Ein Ergebnis, das weitere Ausschreitungen außerhalb des Stadions befürchten lässt.
Das war's vom Nachtjournal in aller Kürze und damit schnell zurück nach Berlin zu Frauke Ludowig und der Echo-Party. Echo 2001, die Party, wird Ihnen präsentiert von Radeberger.